Ja, Mineralienfreunde, hallo, ich begrüße euch hier im Kanal Matrix Minerals TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier. Ich habe für euch heute ein Video vorbereitet, und zwar hier mit diesen hübschen Calcit-Galenoider-Stücken, welche aus Sardinien stammen. Das sind alles ein bisschen schon ältere Stücke. Das stammen alle aus Sammlungen, die aufgelöst wurden in Italien. Ich habe die Stücke von meinen italienischen Händlern bekommen. Und da kommen doch immer wieder mal solche Calcite zum Vorschein hier aus Sardinien, die eben in Sammlungen gestanden sind schon in Italien. Das ist doch schon einige Jahre zurück, wo diese Fundstelle aktiv war. Und ja, es sind recht hübsche Teile hier, gerade so für Calcit-Spezialisten oder Calcit-Freunde, sage ich jetzt mal, sind die sehr interessant. Ja, ich zeige es euch ganz kurz so im Detail. Also, schaut euch mal das an. Also wirklich ganz, ganz tolle Qualität. So eine schöne Platte mit Galenoider Calcit-Spitzen hier rundherum. Sehr gute Qualität, glänzende Kristallflächen und man kann sagen makellos. Also jetzt, wenn ich mich nicht täusche, nennt sich die Fundstelle in Sardinien San Giovanni Mine. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, mich erinnern zu können, den Zettel, auf dem Zettel stand es drauf. Also ihr seht selber, Leute, ganz tolle Stücke. Ich muss das nochmal nachschauen wegen dem Fundort. Ich habe auf jeden Fall die genaue Fundstelle. Das wird dann online dementsprechend beschrieben mit den, ja, ich sag mal, Abmessungen, Gewichte. Und da kommen natürlich auch die richtigen Fundstellen mit rein. Das kommt ja alles von einer Fundstelle, also nicht kunterbunt gemischt. Dieses Material kommt von einer einzigen Fundstelle in Sardinien. Und wie gerade schon gesagt, das ist ein Material, das doch schon einige Jahre das Licht der Welt erblickt hat. Das stand jahrelang in Sammlungen in Italien und gerade bei meinen italienischen Händlern, da, die kaufen oftmals Sammlungen auf und ja, und da kriege ich sowas. Na, und man sieht hier auch, dass das hier Calcit-Spitzen sind, eine zweite Generation. Man sieht hier unten drunter die Calcit-Spitze und oben drüber nochmals drüber gewachsen. Ja, also man kann davon ausgehen, dass alle Kristalle diesen so aufgebaut sind, hier mit diesen zwei Generationen, also innerer Kristall, äußerer Kristall. Was ja eigentlich nichts Ungewöhnliches ist, aber ich finde, das ist sehr, sehr ästhetisch, das Material. Also richtig gute Qualität, muss man einfach so sagen. Also man sieht schon, das ist keinen Berg runtergerollt, das Stück. Tolles Material hier. San Giovanni Mine, wenn ich mich nicht täusche, war die Fundstelle. Wie gesagt, ich schaue das nochmal nach in der Liste. Hier nochmals eine Platte mit einigen Calcit-Spitzen. Auch diese völlig makellos. Muss man einfach so sagen, das ist wirklich makellos. Also Leute, schaut euch das an. Das ist hier toll. Eine ganz dünne Platte ist es hier, also ziemlich gut hier optisch.
Im Großen und Ganzen hier, da sieht man, da fehlt, kann sein, dass eine Ecke fehlt hier. Aber so, das Stück selber hier ist, die Oberfläche hier ist völlig makellos. Also muss man so sagen. Und das hier sieht aus, hier an der Ecke, man sieht hier so einen Negativabdruck. Also ich nehme an, das ist kristallisiert, beziehungsweise diesen Abdruck praktisch von einem Kristall, der nebenan gewachsen war. Okay, das wäre also dieses Stück. Und dann gibt es auch von derselben Fundstelle Stücke, die dann eher so eine dunklere Farbe haben. Die sind dann so bräunlich. Also das Stück finde ich absolut top. Also das ist richtig genial. Also das ist jetzt so meine persönliche Meinung, weil der unterscheidet sich halt einfach richtig, der unterscheidet sich gegenüber den anderen Stücken, die ich euch gerade gezeigt habe, doch etwas. Erstens mal sind die Kristalle etwas anders kristallisiert, die sind eher so vielflächig, dann sind sie wieder bewachsen mit kleinen Kalzitspitzen, also eine weitere Generation. Also, und das ist auch nicht beschädigt, kann man sagen, das ist also auch makellos. Und wenn man mal hinten so drauf schaut, der Aufbau der Stufe ist ganz, ganz toll. Also richtig schön, das Stück. Also für meine Begriffe ist das ein tolles Stück. Gerade so für die Kalzitsammler ist doch das ein Highlight, oder? Was sowas habe ich noch nicht wirklich so oft gesehen. Ich hatte solche Kalzite schon hin und wieder mal welche. Aber in der Art, muss ich sagen, das ist das erste von der Sorte hier. So eins hatte ich noch nicht. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Stufe, und zwar diese etwas größere Platte, welche anscheinend mit einem Eisenoxidüberzug noch leicht oxidiert ist. Man kann das Ganze entfernen. Wer will, der kann das Ding einfach absäuern und dann hat er schneeweiße Kristalle. Aber das muss nicht sein, es ist meine Meinung, denn so wie es die Natur geschaffen hat, ist es halt so, wie es jetzt ist. Und das wurde quasi so rausgeholt und nicht gesäuert, nicht groß irgendwie dran was gemacht, sondern einfach so, wie es ist. Und wie gesagt, die Stücke stammen ja aus alten Sammlungen und man muss ja nicht alles immer so dermaßen aufpolieren. Ja. Das ist halt einfach natürliches Oxid, Eisenoxid, was sich hier abgelagert hat auf den skalenoedrischen Kalzitkristallen. Also ich finde das recht hübsch auch. Also das ist halt rein von der Optik her schon auch toll, das Stück. Also einmalig. Ich kann das nur so sagen, Leute, weil es so ist. Das ist einfach so und ihr wisst selber, das Zeug sieht man ja auch nicht an jeder Ecke. Also das ist eigentlich auch, ich sage mal, nicht unbedingt so häufig zu bekommen. Und interessantes Stück, interessante Platte hier aus Sardinien, wohlgemerkt. Ich denke, ich habe gelesen San Giovanni Mine, aber ich mache mich noch mal schlau, ich schaue noch mal genau die Liste nach.
das, was in der Liste steht, das ist dann die richtige Fundstelle. In diesem Sinne, Leute, das waren jetzt die 5 Kalzite von Sardinien, Italien. Und bleibt dran, also die Liste ist noch lang. Ich muss noch viel Zeug aufnehmen. Es kommt noch einiges. Und wie schon öfter gesagt, Kontaktdaten kommen gleich am Ende des Videos und schaut bitte in die Mineralienliste. Und noch ein Hinweis, ich habe jetzt bei der Mineralienliste oben eingefügt eine Art, ich sage jetzt mal Steckbrief über die Mineralien, die eingelistet werden und so nach und nach abgearbeitet werden. Weil ich kriege oft die Nachfrage, was hast du denn noch und kommt da noch was und dies und das. Ehrlich gesagt, ich muss noch einige Pakete auspacken. Ich kann mich nur anhand der Liste jetzt orientieren. Und die könnt ihr jetzt schon live in der Mineralienliste oben eingefügt, könnt ihr das schon anschauen. Da seht ihr genau, was denn noch so in der nächsten Zeit dann online gestellt wird. So ist jedenfalls mal die Planung und dann würde ich vorschlagen, bleibt also dran, abonniert unbedingt den Kanal, falls noch nicht getan. Und ja, ein Like schadet auch nicht. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf und ich würde sagen, bis bald mal wieder hier im Kanal Matrix Minerals TV.